Wow, 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 wow. Lass das, Kollege. Ich bin doch schon fast tot. Was wollt ihr denn noch? Na komm. Das war scheiße knapp hier mit dem Abblocken und alles. Nein, da wäre mein Lebenspopel gewesen. Entegelände. Möchte natürlich fortfahren. Also, bitte spawne mich neu, Spiel. Also, das Spiel ist echt gnadenlos. Ja, ja, komm. So, hier haben wir aufgehört. Oder hier haben wir gespeichert, oder wie auch immer. Bams. Also, einfach ist das Spiel definitiv nicht. Wow, nein, 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 wieso? Wieso denn jetzt die? Ich glaube, es hackt. Die scheiß Möchtegern-Magier. Die hasse ich ja. Da. Ja, gleich zwei davon, natürlich. Wieso auch nicht? Ich habe ja keine Heiltränke mehr. Mach dir mal. Es wird schon irgendwie. Du sollst hier... Lebensprobe nehmen. Genau, danke. Au, au, au. Lass das, Kollege. So. Nutze wahrscheinlich auch einfach zu wenig meine Extra-Kraft. Na, nicht teleportieren hier, Kollege. So nicht. Ein bisschen Lebensprobe. Wow. Okay. Aber ich sollte nicht in das Haus rein, anscheinend. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Erstmal ist da eine Kiste, zum Glück. Mit einem starken Kraftelixier. So, auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal was? Ich weiß es nicht. Kann ich auf das Dach rauf? Kann ich hier an der Seite vorbei? Nicht so aus. Hier rein. Hier geht. So, und jetzt ist halt so die Frage. Wohin? Ist der Haupteingang? Wo ist der Rest vom Dorf? Außer tot. Kommt da irgendwo hoch? So nicht. Aber ich könnte hier vielleicht. Nö, so nicht. Weiß ja nicht, ob ich hier an den Wänden nur hier hochlaufen kann. Ja, ach Gott. Ich glaube, ich müsste mir hier tatsächlich mal wieder meine Umgebung angucken. Also oben ist halt wirklich nur Decke. Wo seid ihr alle? Hier oben sieht es doch eigentlich so aus, als könnte ich da hoch, aber kann ich auch nicht hoch. Durch die Tür bin ich hierher gekommen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist vielleicht hier wieder raus. Das bringt ja auch nicht wirklich was. Wow. Ich bin unschlüssig darüber, wo ich hin soll. Komm ich da irgendwie... Nein, da komme ich auch nicht hoch. Es brennt doch alles. Ich meine, hier ist ja sonst nichts. Also außer ich kann das hier aus irgendeinem Grund zerstören, kann ich aber auch nicht. Hm. Hä? Ich versuche gerade irgendwas mit einem Walljump. Kann ich aber hier auch nicht wirklich sonderlich gut. Oder die Quelle von diesen Feuerstößen zerstören. Aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriegen würde. Ich wüsste nicht wie.
Gut, gehen wir mal wieder raus. Ein Wunder, dass diese Holzschachtel hier noch lebt. Also, dass die noch nicht hier eingesunken ist. Eine Idee wäre auch, auf die andere Seite des Hauses zu kommen. Aber halt nicht so. Ist ja auch nur... Also, was heißt nur? Hier komme ich ja nirgendwo lang. Aber irgendwann muss ich dort da mit dem Haus machen. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie auf die andere Seite kommen. Halt die Seite, die hier blockiert ist. Das heißt, theoretisch muss ich... in diese Richtung. Ah! Einfach mal wild durch die Gegend hauen. Hallo! Hallo! Ja, ist ja schön, dass ihr hier seid. Finde ich echt richtig töfte. So. Der nächste. Und es kommen natürlich neue. Wieso auch nicht? Na, oh, Kacke. Dann gleich hier irgendwelche mächtige Ninjas. Und ich habe keinen Heiltrank mehr. Och, die Schweine. Oh, Lebenspuppel, Lebenspuppel, Lebenspuppel. Lebenspuppel, Lebenspuppel, Lebenspuppel. Ach, ja, kommt das Feuer an und sagt dir erstmal Hallo. Da bin ich. Kannst mich mal gern haben hier. So, noch ein Lebenspuppel und noch so ein möchtegern Samurai-Ninja, was auch immer. Au, das war heftig, was er da gerade gemacht hat. Das hat extrem viel Leben abgezogen. Nein, nein! Ich dachte, er wäre tot und ich wollte da gerade in den Raum reingucken. Ihr Schweine! Sind Sie ganz sicher? Ja. Was? Master Ryu. Or should I say, young ninja Ryu Hayabusa. It seems I have greatly overestimated you. Oh well, we have no choice but to proceed. I will support you in every way that I can. Don't be overconfident. Just do what I say and perform your duties as competently as you can. You must complete your task without fail. Hast du jetzt, ich habe den Schwierigkeitsgrad leichter gestellt oder was? Das ist normal. Aha. Habe ich jetzt versehentlich es leichter gestellt? Kann das sein? Weil ich wieder nicht gelesen habe, weil ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also normalerweise Game Over Screen, ja, ja, komm, lass mich aber wieder ins Spiel. Kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt für mich großartig einfacher ist. Und wenn doch, dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich trotzdem versagen. Aber die Gegner eben war ja schon ziemlich heftig. Ja, mit einem Schlag hier gute drei Viertel meines Lebens weggemacht. Oh komm. Du nervst mit deinen scheiß Zaubertricks. Ich habe immer noch keinen Heiltrank. Lass das, Kollege. Also die Szene eben war merkwürdig. Vor allem halt die Frage, sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Sind Sie ganz sicher, dass Sie fortfahren sollen? Also irgendwo muss ich da jetzt gerade gemacht haben. Wahrscheinlich ist es tatsächlich Ihr Schwierigkeitsgrad. Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei mir nicht wirklich viel macht. Ja, das war knapp.
aber inzwischen wusste ich ja, was mich erwartet. So. Wir gehen da lang und hauen dann gleich hier die Schiebetür. Also wirklich weniger aushalten tun die Gegner jetzt auch nicht. Vielleicht ist es auch nur prozentual bedingt oder sowas. Bis das Spiel dann irgendwann, keine Ahnung, auf dem Handicap der Gegner bei 50% liegt oder sowas. Keine Ahnung. Abwarten. Lass das, Kollege. Teleportiere dich doch nicht einfach wieder weg. Au. Der kleine große Vorteil ist im Moment, ich habe noch einen Heiltrank, den ich verwenden kann, wenn es hart auf hart kommt. So. Sonst hier noch irgendwo... Ah, du lebst ja noch. Ich dachte, dich habe ich versehentlich getötet. Falsch gedacht. Der muss ihn halten. Der ist so ätzend mit seinen Dingern da. Ja, und nebenbei natürlich das Feuer. Das unnachgiebige Feuer. Bevor ich da durch die Tür hingehe, wollte ich hier mal gucken, was wir denn hier so haben. Falls es überhaupt durch die Tür da hinten geht, das weiß ich nicht. Aber hier haben wir wirklich einfach mal nichts. Den kann ich auch nicht zerhauen, dann müssen wir durch die Tür. Diese hier. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Gebäudes. Das ist der Samurai in der schwarzen Rüstung, ja? Oh, Kacke. Ohne Heiltrank, ohne alles. Ja, ich weiß ja nicht. Alter, mach doch mal nicht so ein Damage hier. Hat der jetzt hier dieses andere legendäre Drachenschwert? Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Chance gegen ihn. Aber ist anscheinend auch so gewollt. Sonst wäre jetzt hier wieder Game Over. Kapitel 2 abgeschlossen. Wupptidoo. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Spielzeit 3 Minuten 14, willst du mich verarschen? Junger Ninja. Ja. Also erfahren bin ich definitiv nicht mehr. My network of ninja have uncovered the reason for the attack. The samurai who burned the village was Doku, lord of the greater fiends of the Vigur Empire. It appears as though the Vigur Emperor seeks the power of the Dark Dragon Blade. Doku. Kapitel 3 Rache am Horizont. Oh, ja, natürlich soll ich gar nicht lesen. Wir werden bestimmt noch mal sterben. The Holy Vigor Empire.
A strange dictatorship veiled in secrecy. Its exclusionist foreign policy makes for very few ways to enter the country. One of the only remaining routes is by airship to the capital city of Tehran. Was ist denn das für ein Dickwanz? Amiraten, gegen den darf ich dann noch kämpfen, ja? Okay, gut. Erstmal kann ich hier was mitnehmen. Generell kann ich hier nochmal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier? Hier habe ich noch irgendwas. Achso, da ist der Ausgang. Der Wohnbereich. So, aber ich denke mal, ich werde jetzt tatsächlich auch mal erstmal eine Aufnahmepause machen. Immer so alles sacken lassen. Schwierigkeit Ninja Grünschnabel. Perfekt. Exakt das oder noch weniger ist eigentlich so mein Schwierigkeitsgrad. Na, aber nun gut. Das wird schon irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Ninja Gaiden Sigma. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.